und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil von The Mystical Quest mit Mickey Mouse und mit mir von Let's Plays als Hobby ab der dritten Welt. Hey, wir gehen direkt weiter. Weil man kann, glaube ich, mittendrin nicht speichern. Und Codes gibt es ja auch nicht, wie bei Aladdin. So, Stage 3, Feuergrotte. Okay. Abwärts. Okay. Action. Okay, Level 3. Welt 1. Okay, den Drecksbüscher habe ich nicht gesehen. Gift mir mit Money. Sieht aus wie so eine Zwiebel mit Flügeln. Vergiss immer, dass man Y noch gar nicht gedrückt halten muss, um das hier. Auf Mickey. Okay, ziehen wir uns mal um. Anscheinend brauchen wir das wieder. Wir sind voll darauf konzentriert, den irgendwie anzuschießen. Aua! Boah. Auf seinen Kopf kann ich auf jeden Fall nicht springen, der hat so einen Stachelhelm auf. Oh, echt jetzt? Erstmal umziehen. Och ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie Schaden macht. Immerhin können wir jetzt schön Geld sammeln, falls wir nochmal in so einen Laden kommen. Da war doch eh nichts drin. Die Kauermaus. Meine Münzen drin, siehst du? Ziehen wir uns mal rum. Kurze Pause. Das war knapp. Nein! Das hat er gut abgeschätzt, wo ich lande. Schon wieder was Neues? Mickey Mouse hat's Feuerwehr, Mann!
Okay. Okay. Dafür brauche ich wohl den Feuerwehranzug. Gerade voll gespritzen. Klingt irgendwie blöd. Okay, da kann man Wasser auffüllen. Ich glaube, das war zu weit. Mann, habe ich einen Druck auf den Hahn. Also wir können nicht trennen, um so gesehen weiter zu springen oder sowas. Ich sehe gerade, wir haben nur ein Herz. Was soll das? So, mal ein paar Münzen. Was haben wir jetzt? Noch mehr Münzen. Verbrauchen wir mal keine Energie? Komm her. So, sehr schön. Wo geht's jetzt hier hin? Ins Laden? Ins Laden. Geiles Deutsch mal wieder. Ich habe gedacht, ich schaffe es da oben drauf zu hüpfen. Scheinbar muss ich das auch wegspritzen. Nehme ich zumindest mal an. Ja, tatsächlich, das geht. Okay. Da muss man ja erstmal wissen, ne? Ach, schon wieder. Dasselbe Fehler wie vorhin. Was machen wir eigentlich in dieser Hölle? Immerhin, die Münzen, die wir vorher gesammelt hatten, die scheinen zu bleiben. Und somit können wir viel besser Münzen sammeln. Um da eine Verbesserung oder sowas zu besorgen. Keine Ahnung. Zum Glück habe ich immer so einen Kleiderschrank mit dabei. So, das ist aber noch. Diese Münzen. So, jetzt haben wir dazugelernt. So. Aua! Echt jetzt? Oh, weg da. So. Oh, ein U. Sowas gibt's hier auch. Reicht das? Aua. Hm.
Schauen wir wieder nur noch zwei Herzen. Das geht hier so verdammt schnell. Ja gut, jetzt haben wir wieder volle Herzen. Aufgepasst. Und wieder nicht aufgepasst. Ah. Okay, hier geht's wohl weiter. Aber was gibt's dann da oben? Will das Ding da nicht mehr runterkommen? Das kommt tatsächlich nicht mehr runter. Na gut, dann gehen wir weiter. Da wäre bestimmt wieder dieses Warenhaus gewesen. So, Level 3 von 3. Ich glaube, so geht's echt einfacher. So. Es ist wirklich unfassbar hier. Wie einfach man hier doch immer stirbt. Wir gehen mal weiter. Scheiß auf die Münzen. So, jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Okay, bis dahin geht das. Fehlt uns eins. So vielleicht, ja? Okay, um die Ecke springen funktioniert nicht so gut. Okay, das funktioniert. Ah, doch, funktioniert. Bye.
Mensch, du wirst wo ich hin muss. Hier geht's auch lang. Aber muss ich jetzt ganz hoch oben oder muss ich hier lang? Sollte mich wieder umziehen. Ich glaube, ich bin richtig. Ja. Scheiße. Ja, gut, okay. Okay, 3, 4. Ah, noch ein Boss. Nein! Da hatte ich doch tatsächlich nur ein Herz. Gibt's doch nicht. Boah, ist das mies, ey. Yay, ich hab's mal geschafft. Das ist auch nicht so leicht jetzt gewesen, also wirklich. Oh Mann. Was habe ich mir hier eigentlich wieder ausgesucht als Spiel? Zum letzten zu Let's Play. Unfassbar, aber cool. Level 3 cleared. Feuergrotte geschafft. Sehr schön. Ja Mensch, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch unterhalten hoffentlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder beim nächsten Teil, beim nächsten Level, bei The Magical Quest starring Mickey Mouse mit mir von der Let's Plays als Hobby. Bis dahin, viel Spaß auf meinem Kanal und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.